Gibt es außerirdisches Leben? Wie entwickeln sich Planeten und woher kommt die Erde? Warum ist die Sonnenatmosphäre so unglaublich heiß? Es gibt noch so unendlich viele ungeklärte Fragen zum Universum und Antworten auf diese Fragen könnte es vielleicht noch dieses Jahr geben. Denn derzeit sind wir beispielsweise mit spektakulären Missionen nicht nur auf dem Weg zur Sonne oder zum Mars. Auch der Merkur ist eines der Ziele der Menschheit, genauso wie sich auch bei der Erforschung von Asteroiden dieses Jahr noch so einiges tun wird. Wir stellen die spektakulärste Mission vor. Herzlich willkommen bei Klicks zum Science and Fiction. Schön, dass ihr dabei seid. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Ich kann mich nicht entscheiden, welches ist die spektakulärste Weltraummission. Ihr könnt am Ende darüber abstimmen, also schaut genau hin und macht das auch am kommenden Dienstag. Dann gibt es unseren Weltraum-Livestream mit allen Fragen und Antworten zur Raumfahrt. Um 19.30 Uhr geht es für Mitglieder und Patreons los und um 20 Uhr für alle. Und jetzt also vier super spannende Weltraummissionen. NASA-Raumsonde InSight auf dem Weg zum Mars. Anfang Mai dieses Jahres ist die NASA-Raumsonde InSight an Bord einer Atlas-Rakete zum Mars gestartet. Eigentlich war die rund 650 Millionen teure Mission schon für 2016 geplant, doch das verzögerte sich dann wegen eines undichten Forschungsinstrumentes. Die Landung auf dem Mars soll im November stattfinden. InSight steht dabei für Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Auf Deutsch Innenexploration mit seismischen Untersuchungen, Geodäsie und Wärmetransport. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, ist beteiligt und die Forschungsteams hoffen, nicht nur mehr über den Mars, sondern auch zur Entstehung der Erde zu erfahren. Dazu Tillmann Spohn vom DLR. Der Mars ist als Ziel ideal, er ist gut zu erreichen und ein ideales Vergleichsobjekt zur Erde. Und damit wird ein großer Traum der Planetenforscher und Forscherinnen wahr, denn schon lange wollte man ein geophysikalisches Observatorium auf einem erdähnlichen Planeten aufbauen. Konkret soll die Mission herausfinden, wie der Mars aufgebaut ist. Hat er einen flüssigen oder festen Kern? Wie groß ist der Planetenkern? Überhaupt, wie ist der Mars mit Kern, Mantel und Kruste aufgebaut? Dafür wird InSight den Wärmefluss des Mars untersuchen und Erdbeben messen. Ein Seismometer wird Erschütterungen untersuchen. Bis zu 100 Beben auf dem Mars erwarten die Forschungsteams in den nächsten 2 Jahren. Alle nicht stärker als 6,0 auf der Richterskala. Die Raumsonde soll sich dafür 5 Meter tief in den Boden des Mars graben und dort die Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit messen. Mit den Ergebnissen erhoffen sich die Forschungsteams endlich mehr über die Entstehung der Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem zu erfahren. Denn da wissen wir nur sehr wenig. Der Lander ähnelt vom Design her übrigens der Raumsonde Phoenix, die 2008 auf dem Mars gelandet war. Anders als Curiosity wird InSight allerdings stationär an einem Ort bleiben. Japanische Raumsonde Hayabusa 2 auf dem Asteroiden Ryugu. Schon 2014 war die Raumsonde Hayabusa 2 gestartet. Ende Juni 2018 hatte sie dann ihr Ziel fast erreicht, den Asteroiden Ryugu. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA meldete, dass die Sonde sich nun 20 Kilometer von Ryugu befinde und von dort aus Messungen vornehmen werde. Zudem soll von dort auch nach einem geeigneten Landeplatz gesucht werden. Dazu der Missionsleiter Makoto Yoshikawa. Wir waren alle sehr erleichtert, wir sind weit gekommen, aber jetzt beginnt der eigentliche Teil der Mission. Hayabusa 2 wird in den nächsten 1,5 Jahren den Asteroiden vermessen, der übrigens 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. 2020 soll die Sonde dann zur Erde zurückkehren und Proben mitbringen, die bei einem dichten Überflug eingesaugt werden. Auch an Bord ein deutscher Mini-Roboter namens Mascot, der aus einer Höhe von 100 Metern auf den Asteroiden absinken soll, und zwar im freien Fall. Wobei, Fall ist hier etwas übertrieben. Das wird wohl auch eine der größten Herausforderungen. Zum einen die Trennung von der Muttersonde und zum zweiten die Landung selbst. Ryugu hat so gut wie keine Gravitation, etwa so viel wie ein kleiner Berg auf der Erde. Es ist mehr also wie ein Undock-Manöver an die internationale Raumstation ISS. Der Lander soll dann auf dem Asteroiden Ryugu bleiben. Überwacht wird das 10 Kilogramm schwere Gerät von Köln aus. Mit dieser Mission wollen die Forschungsteams mehr zu den Ursprüngen des Sonnensystems erfahren. Asteroiden wie Ryugu sind Überreste aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. NASA-Solarsonde Parker auf dem Weg zur Sonne. Nach mehreren Verzögerungen war es Mitte August 2018 soweit. Die NASA hat ihre 700 Kilogramm schwere Parker-Solarsonde in den äußeren Teil der Atmosphäre der Sonne geschickt. Wir hatten darüber berichtet. Durch das schwere Feld der Venus soll sie auf eine elliptische Bahn gezogen werden. So würde die Sonde auf 700.000 Kilometer pro Stunde beschleunigt und wäre somit das schnellste Menschengemachte
betrachte Objekt überhaupt? Sie soll das magnetische Feld der Sonne untersuchen und vor allem zwei große Rätsel lüften. Warum ist die äußere Sonnenatmosphäre deutlich heißer als ihre Oberfläche? Und wie werden hier die Sonnenwinde auf einen Wert im Überschallbereich beschleunigt und verstoßen so scheinbar gegen die Naturgesetze? Dazu Nicola Fox, eine Wissenschaftlerin des NASA-Sondenprojektes. Der Entstehungsort des Sonnenwindes, die Atmosphäre der Sonne, ihre Corona, muss extrem energiegeladen sein. 300 Mal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Das widerspricht den Naturgesetzen. Es sollte keine Wärmequelle geben, die heißer wird, wenn man sich von ihr wegbewegt. Dort gibt es irgendeine zusätzliche Energie, irgendeine schwarze Magie. Der Solarwind löst sich nicht einfach von der Sonne. Er nimmt irgendwie auch ihr Magnetfeld mit sich. Egal in welche Richtung es zeigt, wie stark es ist, es erstarrt im Sonnenwind. Einige Rätsel also rund um die Sonne, die es zu lösen gilt. Dabei wird nicht erst seit gestern in diesem Zusammenhang geforscht. Im November 2018 soll sich die Sonne dann das erste Mal der Sonne annähern und in den nächsten 7 Jahren weitere 25 Mal an der Sonne vorbeifliegen. Im Dezember 2024 wird sie dann ihren sonnennächsten Punkt wohl das erste Mal erreichen. Jedes Mal werden die fluktuierenden Magnetfelder und die geladenen Partikel gemessen und so hoffentlich alle Rätsel zu den Sonnenwinden aufgeklärt. Dazu Nicola Fox. Am spannendsten wird unsere erste dichte Annäherung sein. Die wird zwar noch nicht am Missionsziel von 10 Solarradien sein, sondern erst bei etwa 35 Radien, aber das ist immer noch viel näher als alles andere zuvor. Wir werden unkartiertes Gebiet erreichen, einen Bereich mit der Warnung, hier sind Drachen. Genau das ist spannend, dort zu sein, wo noch niemand anderes war. Die Forschungsteams versprechen sich neben einem größeren Verständnis für die Sonne auch sehr konkrete praktische Anwendungen. Sie wollen durch die hoffentlich neu gewonnenen Erkenntnisse die Sterne generell, aber auch die Wirkung der Sonne auf das Klima, den Klimawandel und das Wetter besser einschätzen können. BP Colombo, Mission zum Planeten Merkur. Merkur ist mit einem Durchmesser von knapp 4900 Kilometern nur ein bisschen größer als der Erdmond und damit der kleinste Planet des Sonnensystems. Er ist der sonnennächste Planet und durch die europäisch-japanische Mission BP Colombo will man nicht nur Erkenntnisse zur Entstehung des gesamten Sonnensystems bekommen, sondern zu den erdähnlichen terrestrischen Planeten überhaupt. Doch das Ganze gestaltet sich gar nicht so einfach, denn in der Merkurumlaufbahn ist die Sonneneinstrahlung, Achtung, 10-mal höher als auf der Erde und das müssen Instrumente und Satelliten auch erst einmal überstehen. Eine weitere Herausforderung stellt die Anreise dar, denn der Merkur ist im Gegenteil zu Mars oder zu Venus nur durch ein langwieriges Abbremsmanöver erreichbar. Konkret wird die Sonde die Gravitationskraft von Merkur, Venus und Erde nutzen, um durch 9 Manöver den Absturz ins Sonnensysteminnere abzubremsen. Die BP Colombo besteht aus 2 Satelliten, zum einen aus dem japanischen Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, und zum zweiten aus dem europäischen Mercury Planetary Orbiter, MPO. Beide werden auf unterschiedlichen Umlaufbahnen unterwegs sein, um den Merkur zu erforschen. Die japanische Sonde wird sich vor allem sein Magnetfeld vornehmen und auch dessen Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind untersuchen. Die europäische Sonde soll dagegen auf einer niedrigeren Umlaufbahn unterwegs sein und die innere Zusammensetzung des Planeten erforschen. Konkret sollen unter anderem die folgenden Fragen beantwortet werden. Ist der Kern des Merkurs fest oder flüssig? Ist der Planet tektonisch aktiv? Und wie sind die Krater an den Polen beschaffen, die permanent im Dunkeln liegen? Starten soll die Mission im Oktober 2018 und zwar mit einer Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou. Die Reise zum Merkur wird insgesamt 7 Jahre dauern. Upsi. Erste Ergebnisse gibt es also ab 2025. Unter dem I hier oben, ja, da könnt ihr jetzt abstimmen, welches ist die spannendste Mission und warum ist die jeweilige Mission die spannendste für euch? Das schreibt bitte in die Kommentare. Und wenn ihr keins der Ergebnisse der Mission verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen kein Video mehr verpassen wollt, dann habe ich am Ende dieses Videos einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr beim Mitglieder-Livestream am kommenden Dienstag dabei sein wollt, dann werdet Mitglied. Hier unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung und ihr bekommt noch exklusive Extra-Videos, eben Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien für einen kleinen Beitrag. Und zudem machen wir mit euren Beiträgen Klicksum werbefrei. Und jetzt mein Tipp, wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur da bekommt ihr das aktuelle Video deutlich vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach da draufklicken und darunter geht es weiter mit dafür auch draufklicken. 1000 Raketen zum Mars. Bis dann. Bleibt dran.